gewesen und daher hier oben diese seltsame Beule, aber das Wetter ist einfach viel zu spannend und daher stelle ich mich heute hier nochmal hin und damit herzlich willkommen zum Wetter. Am Donnerstag machte das Winterwetter am Rhein ja schon einen Anlauf mit Schneeschauern. Aus der Nacht gab es am Morgen einzelne Flocken zu zählen. Teilweise wurde es ein bisschen weißer, aber bei uns in Grimmbruch konnte man die Flocken noch einzeln zählen. Ganz anders am Freitag, denn hier brachte ein Schneetief die lang ersehnte Schneeladung für viele hier am linken Niederrhein. Und nicht nur unsere Katzen hätten es schwer gehabt, jetzt noch jede einzelne Flocke zu zählen, denn wir hier in Jüchen im Rheinkreis Neuss bei Düsseldorf schneite es am Freitag kräftig und von früh bis spät, sodass bis zum Abend gute 13 bis 15 cm zusammengekommen waren. Karst bei Düsseldorf meldete sogar nahe 20 cm Schnee. Am Samstag zeigte sich das Wetter dann nach dem Schneetief traumhaft winterlich im Kreis. Bei einer tiefstehenden Sonne, Dauerfrost und Pulverschnee kamen die liebevoll geschmückten Weihnachtsbäume in den niederrheinischen Dörfern so richtig zur Geltung. Auch bei unserer ländlichen Fahrt zum Wetterstudio konnten wir das Winterpanorama mit flachen Nebelbänken aus der Nacht und einer tiefstehenden Sonne im warmen Auto von seiner schönsten Seite genießen, ehe dann die Arbeit leider keine Zeit mehr für einen Tag an der frischen Luft übrig ließ. Winterlich bleibt es bei uns. Wir schauen nochmal zurück auf den Freitag, auf unser Schneetief hier im Westen. Hier nochmal die Zugbahn dargestellt von Nord nach Süd. Dieses Tief trennte kalte Luft im Osten von milderer Luft ganz im Westen. Und so gab es dann an dieser Grenze der Luftmassen die intensiven Schneefälle in Richtung Belgien und Frankreich, aber in der milderen Luft eher den Schneeregen oder den Regen. Am Sonntag kommt ein neues Schnee- und Regentief auf uns zu. Dieses zieht aber deutlich östlicher zu uns nach Deutschland und wird den ganzen Norden daher mit der milderen Luft fluten. Ganz im Süden bleibt es aber kalt genug für Schnee, besonders zum Nachmittag. Gucken wir uns das Ganze auf den Karten an. Der zweite Advent startet in einem Streifen vom Hunsrück bis nach Brandenburg. Stark bewölkt mit teils kräftigem Schneefall. Dahinter geht das Ganze rasch in Glatteisregen, später in Regen über. Daher ist also extreme Glätte morgen nochmal das Thema. Ganz im Süden zeigt sich die Sonne da aber nochmal am längsten am Vormittag. Zum Nachmittag kommt dann diese Schneezone weiter in den Süden des Landes voran. Hier ist es kalt genug für Schnee den ganzen Nachmittag bei 20 bis 30 cm Neuschnee. Dahinter weiter der Regen, aber zum Nachmittag mischen sich in den Mittelgebirgen wieder immer mehr die Flocken darunter. Ganz im Nordwesten bleibt es aber zu mild für Schnee. Hier bleibt es nur nasskalt mit Regen und Nieselregen. Temperaturen im Dauerschneefall wieder Dauerfrost hier im Süden. Sonst werden es 0 bis 4. An der Nordsee geht es auf matschige plus 6 Grad hoch. Der Wind weht, wie soll es anders sein, um das Tief herum mit milderer Luft im Südnordwesten und kältere Luft hier in der Südosthälfte des Landes. Am Montag kommt dann die Kaltluft wieder ein Stück weit zurück mit Schnee bis ins Flachland bei minus 3 bis 3 Grad. Am Dienstag nur noch einzelne Flocken bei Dauerfrost und minus 6 bis 0 Grad. Und in der zweiten Wochenhälfte, da wollen es atlantische Fronten bis zu uns schaffen. Ob die allerdings die Kraft haben, gegen die Kälte anzukommen, das schauen wir uns im nächsten Wochenende an. Und dann nochmal mit Blick auf das Weihnachtswetter. Ich wünsche noch eine schöne Zeit. Genießen Sie morgen noch den Schnee, solange es noch geht hier im Westen. Bis dann und tschüss.